Servus, ich wollte euch nochmal kurz meine neue Lifting Break zeigen. Wer noch meine Oxbreak kennt, die ist ab. Und jetzt habe ich eine neue dran von Dixapart. Eigentlich total simpel. Man muss nur den alten Halter abschrauben, den Bremssattel vom alten Halter abschrauben. So. Und hier dran schrauben. Sehr einfach. Den Stift hier einfach von dem Halter übernehmen. Hier dran schrauben, drauf stecken, ein bisschen Fett dran machen. Dann ist das schon erledigt und dann hier unten den Halter mit den zwei Schrauben den Sattel dran schrauben und dann, ich habe die Variante mit den mit Bremssattel unten, gibt es aber auch noch mit Bremssattel oben. Das ist dann noch der Halter für oben, der kommt dann hier mit zwei Schrauben dran und hier kommt dann der Bremssattel dran. Somit könnte man auch zwei Bremssattel plus den normalen Bremssattel fahren, also insgesamt dann drei. Aber gut, das brauche ich jetzt nicht, mir reicht der untere. Ich habe einfach den unteren genommen, weil ich es ein bisschen schöner fand optisch. Unterschied macht es nicht, ob oben oder unten. Und die Felge lässt sich wahrscheinlich leichter ein- und ausbauen. Aber ja, kann jeder für sich entscheiden. So, eingebaut ist das Ganze schon mal. Oh. Sieht auf jeden Fall schon mal geil aus. Und fällt nicht ganz so sehr auf, wie man es nimmt. Auf jeden Fall jetzt noch die Leitung anschließen. Einmal da, hier schön langlegen. Dass wir dann hier oben an der Pumpe rauskommen. Da habe ich nämlich eine von Breaking, einfach weil meine HZ1 zu teuer ist und es die schon für einen recht guten Preis gibt. Also ich habe sie für 150 geschossen gebraucht, aber die kostet neu bei Motorradersatzteil 24, glaube ich, um die 200. Manchmal findet man sie auch irgendwo für 190, 180 Euro. Mal sehen, wie es funktioniert. Aber wird schon gehen. So, ich habe jetzt meine Leitung ordentlich verlegt. Ich hoffe, dass es ordentlich ist. Ich bin auf jeden Fall hier lang gegangen. Hier runter, kommt dann hier wieder raus und hier ordentlich lang hier runter, habe das hier hinten ein bisschen am Rahmen festgemacht, damit es nicht weg kann, unten an der Leitung und dann sind wir hier hinter, hier schön fest, oh, hier muss ich abknipsen, festgemacht, damit es nicht an Krümmer kommen kann und dann, hier der einzige Nachteil ist, an dem unteren Sattel ist mir aufgefallen, so, dass die Bremsleitung dann hier hinten, hier runter muss. Ich habe die jetzt hier hinten lang gelegt, hier festgemacht, dass er nicht weg kann, hier, also ich denke mal, das geht so, aber es ist halt oben deutlich angenehmer, wenn der Sattel hier ist und die Leitung hier einfach mit vorgeht, ne? Aber naja, wird schon gehen. So, jetzt kommt der unangenehme Teil, das Entlüften, bin ich ja mal gespannt. Ich habe da irgendwie immer nicht so ein Glück, aber mal schauen. Ja, wie erwartet hat das mit den Entlüften leider nicht ganz so gut geklappt. Ich habe es dann noch bis in der Nacht um 1 versucht, habe dann abgebrochen, habe alles eingeladen, bin am nächsten Tag zum GSW so gefahren, in der Hoffnung, dass mir dort jemand hilft und habe zum Glück jemanden gefunden und der liebe Tobi hat mir dann dort zum Glück die Bremse entlüftet oder es hinbekommen. War zwar trotzdem ein bisschen Luft drin, aber es hat trotzdem gut funktioniert und gebremst und so und ja, mittlerweile bin ich jetzt wieder zu Hause. Habe es hier nochmal entlüftet und habe nochmal ein paar Blasen rausbekommen und jetzt ist es einfach perfekt, also wirklich. Das bremst so geil, das ist ein himmelweiter Unterschied zu dem anderen System, zu dem Oxbrake-System, was auch ausreichend war, aber das ist halt einfach eine andere Welt hier. Das lässt sich so geil dosieren, also gerade die Pumpe hier, man kommt so gut damit klar, weil der Druckpunkt so geil ist, so nicht so voll rein, aber trotzdem völlig ausreichend und naja, es bremst halt mega gut. Aber ich bin echt zufrieden, war die beste Entscheidung. Was man auf jeden Fall noch sagen kann, falls jemand auch diese Pumpe haben möchte und keine HZ1, gibt es mit 13 und 16 mm. Wahrscheinlich ist 16 mm ein bisschen besser, aber ich habe die halt gebraucht geschossen und war halt 13. Da habe ich halt gedacht, das nimmst du halt und komme gut zurecht damit. Der Druckpunkt ist schön weich. Aber die Pumpe ist halt so groß, dass man echt wenig Platz hat. Also man braucht halt unbedingt so einen kurzen Hebel hier. Wow. So einen Easy-Pull-Hebel, beziehungsweise habe ich den Abklatsch. Von Amazon 25 Euro, funktioniert 1A, weil man halt hier einfach wenig Platz hat durch die Anschlüsse von der Pumpe, wie man es hier sieht. Es geht halt gerade so hier vorbei und der Hebel schlägt halt, boah, ja, der Hebel schlägt halt hier an, da, aber es reicht gerade aus und funktioniert, aber man braucht halt so lange Finger, weil der Abstand halt doch recht weit ist. Aber für mich ist es perfekt, ich komme super damit klar. Aber falls es jemand auch sich diese Pumpe holen möchte, sollte er das bedenken. Naja, aber sonst
Ich bin absolut zufrieden. Bin froh, dass ich es gemacht habe. Jetzt kann man weiter üben. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Video vielleicht gefallen oder holt sich jetzt vielleicht auch das System. Guckt gerne mal bei Dixaparts vorbei. War also keine Kooperation oder so, sondern wollte euch einfach nochmal zeigen, was ich jetzt für ein System habe. Und in dem Sinne, bis dahin, zum nächsten Video. Macht's gut.